Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odinwar Einkaufen. Ich habe den ersten Teil des Videos schon mal gemacht, aber die Qualität war scheiße. Deswegen nehme ich das nochmal auf, also den ersten Teil. Also habe mir die Produkte nochmal hergeholt, die ich gekauft habe. Und jetzt ist alles da, oder? Fast alles ist da. Amazon. Meine Tochter hat ja auch was bestellt und meine Tochter will demnächst auch nochmal bestellen. Die will sich irgend so einen komischen Kissen bestellen. Aber ich gucke jetzt erstmal nur schnell meine Bestellungen, ob jetzt wirklich alles da ist. Das da ist auch da, das ist auch da, das ist da, das ist da. 13. Dezember ist heute, also sollte das heute kommen. Also ein T-Shirt und zwei T-Shirts und ein Pullover. Das ist da, das ist da. Die Birnen habe ich vergessen, genau. Die muss ich euch so zeigen, die habe ich im Schrank liegen lassen. Also, da habe ich einmal hier, das war ein Plusprodukt, ist immer noch ein Plusprodukt für 5,99 drei 60 Watt LED-Birnen geholt. Also ohne Alexa-Steuerung oder irgendwas. Die sind nur auf Reserve, falls jetzt, ich habe keine 60 Watt Birnen mehr. Ich habe jetzt noch die letzte 60 Watt Birne, normale Birne, also nicht LED, in die Küche rein gemacht, weil sie mir durchgefeuert ist jetzt nach 10 Jahren, die Birne. Und ich hatte da jetzt zwei 25er drin, also sonst habe ich eine 25er und eine 60er. Und jetzt zwei 25er gehabt, ist Kacke, eine 60er und eine 25er ist ideal, zwei 60er ist zu viel. Ja, und bin damit eigentlich jetzt erstmal glücklich. Die Birne habe ich im Schrank. Damit sie halt, wenn was ist, weiß ich, ich habe zwei große und die kann ich dann rausholen. Dann habe ich beim Black Friday zugeschlagen. Da habe ich mir das Stream Deck geholt. Das habe ich euch ja schon im Stream gezeigt. Das habe ich auch schon eingerichtet mit ein paar coolen Features. Bin davon echt begeistert, muss ich sagen. Bin richtig begeistert. Ich muss mal rausgucken, dass ich noch finde, welcher Stream das war. Das werde ich euch in die Infokarte verlinken. Dann könnt ihr euch das angucken. Mit einem Timer natürlich, wo das an der richtigen Stelle losgeht. Also ich bin begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel erleichtert und dass es so toll ist. Muss ich auch dazu sagen. War eine Empfehlung von Marc, weil hatten sie die kleine Version mit 6 Knöpfen für, anstatt für 100 Euro, für 50 Euro. Die 150er Variante, die ich habe, hatten sie für 100. Und dann gibt es noch eine größere mit 6, also ich habe 15 Knöpfe, gibt es noch eine mit 36 Knöpfen, glaube ich. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ja, 36, die kostet, oh, ich weiß gar nicht, was hat die gekostet? Die kostet sonst 200 noch was, dann quasi 150 oder so. Ich weiß es nicht, kann ich euch nicht sagen. Ich habe mich halt für die Variante entschieden. Dann habe ich mir Office geholt, 365. Ja. Ist für 5 PCs oder die 6 PCs für 6 Personen. Also 6 verschiedene Accounts ist das. Kannst du auf 6 Accounts aktivieren. Viele sagen, ja, hol dir doch die 2016er Version oder die normale Version. Ja, die ist auch gut. Auch die 2019er Version ist gut. Aber mir kommt es auf den Cloud-Speicher an. Ich habe hier hinten, da seht ihr das. Ich hoffe, das zoomt richtig ran. Ich habe pro Account, also nicht insgesamt für alle ein Terabyte, nein, ich habe pro Account, also jeder von den 6 Benutzern kriegt 1 Terabyte OneDrive-Speicher. Ja, und das ist halt geil. Da kriege einmal ich, meine Frau, meine Mutter. Eventuell, wenn mein Bruder noch will, mein Bruder und meine Nichte. Ja, weil die mache ich jetzt demnächst den alten Laptop von Opa fertig. So alt ist er auch nicht, aber ja, den brauchst du für die Schule und dann brauchst du auch ein Schreibprogramm. Und warum, wenn ich es habe, dann kann sie da auch gleich cloudmäßig sichern. Warum nicht? So, dann habe ich mir das geholt, das kam gestern erst. Habe ich auch schon ausgepackt und getestet. Sieht man es? So. Ja, das ist ein Bartglätter, also hier sind auch noch Haare drin. Ja, das ist halt so wie so ein Kamm mit Strom. Ja. Dann haben wir hier so ein Regelchen. Ich bin gerade am gucken, ob ich bin jetzt die ganze Zeit auf 2 gemacht. Ich bin am gucken, ob auch 1 ausreicht. Muss mal die Haare rausmachen hier. So. Und dann haben wir da schwarze und blaue Noppen drin. Und dann kämmt man ganz normal den Bart und ich finde,
Oh. Meinst du, es runtergerutscht? Mein Zopfgummi. Aber ich finde, man sieht einen Unterschied, oder? Sieht nicht mehr so zerzaust aus, sieht glatter aus. Und vom Ersteindruck bin ich echt sehr, sehr zufrieden. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das Ding so gut ist. Muss ich aber auch dazu sagen. Ja, das war jetzt einfach nur ein Glückskauf, weil ich wollte so immer schon mal irgendwas haben zum Glätten oder irgendwas. Und es war runtergesetzt und ich hatte noch ein bisschen Geld auf meinem Konto. Und ich dachte, scheiße, ja, greif's dazu, weil ich habe mein Amazon-Konto nochmal aufgeladen mit Gutschein. So, und dann packen wir das mal hier rüber. So. Warum ich was geholt habe, zeige ich euch gleich. Ich habe nämlich auch nochmal ein geiles Angebot gehabt. Das kommt dann im Weihnachtsvideo. Hier sind auch nochmal 18 Farben für den 3D-Stift, weil eine Packung war mir ein bisschen wenig. Da kommt aber nochmal ausführlicher dann im Weihnachtsvideo. Vielleicht kann ich euch, weil ist ja auch nur so eine dünne Rolle und die soll ja ein bisschen was mehr damit machen können. Deswegen habe ich gedacht, naja, besser ist, wenn ich da dann vielleicht doch noch ein zweites Pack hole und das war auch für einen schmalen Taler zu haben. Nicht so schmal wie das erste, aber es war noch schmal. Dann habe ich gedacht, Mensch, nimmst du denn einfach nochmal mit für die Große zu Weihnachten. So. Dann für Frauchen ist hier drin eine, nee, hier sieht man keine Adresse, eine Lichterkette. So, habe ich auch schon mal aufgebaut für euch eine. Da ist eine Batterie drin, die kann man dann am Tannenbaum ranmachen hier. Und wartet mal, so, jetzt leuchtet sie blau. Und seht ihr, dass die ein bisschen flackert? Das soll so Kerzenlicht emulieren. Ja, wir können auch gelb machen. Dann flackert es auch so ein bisschen. Wir können auch Mode machen. Ja, flackern. Und wenn ich nochmal Mode drücke, dann bleibt sie stehen. Dann haben wir auch hier 8 Stunden. Habt ihr gesehen, dass sie kurz an und aus ist? Dann geht sie nach 8 Stunden aus. Und dann haben wir hier noch LED. Da wechselt er die Farben. Alle möglichen. Wir können jetzt auch ganz normal grün nehmen und dann einfach Mode drücken. Und dann flackert auch die grüne so, als wenn es eine echte Kerze ist. So, Mode wäre aus und wir haben halt als Farbe Rot, Grün, Blau, Orange, Gelb, Lila und es Weiß. Also das soll weiß sein. Das ist aber so gelblich wie eine richtige Kerze. Aber als Symbol ist halt weiß gemacht, weil Gelb haben wir ja schon als Farbe. Also ich zeige euch mal den Unterschied. Gelb, Weiß und dann können wir Mode anmachen und dann flackert die auch so. So, und aus. Frauchen ist begeistert und zufrieden. Wir werden nämlich dieses Wochenende dann den Weihnachtsbaum mal langsam aufbauen. Wir sind vorher nicht dazu gekommen. So. Und was war noch? Genau. Gestern waren wir auch noch mal einkaufen. Das kommt gleich noch. Warum ich überhaupt mein Konto noch mal aufgeladen habe, ist einmal deswegen. Ich habe mir hier eine Schutzfolie fürs Auto geholt. Die ist mit Magneten und dicker, weil meine ist mir kaputt gegangen. Ist auch als Sonnenblocker, also Sonnenblocker und gleichzeitig wegen Schnee. Ich habe vorher so ein Billigding, was jeder eigentlich holt vom Baumarkt für 1 Euro, 2, 3 Euro. Aber da ist mir jetzt wieder die Naht gerissen, die reißt mir jedes Mal. Und da habe ich jetzt gedacht, jetzt gibst du wirklich mal mehr Geld aus, jetzt reicht's echt mal. Du brauchst was Stabiles, was den Koffer, was klappst du zusammen, Kofferraum rin und fertig ist. Und ein Kumpel hat mich dazu gebracht, mir diese hier zu holen, also so ein Modell mir zu holen. Der hat aber eins, bei mir ist jetzt hier nur Schlaufen, wo man um Spiegel rummacht oder so. Bei mir, bei seinem Modell ist es so, er hat sich die Nummer größer geholt und er hat dann noch an der Seite so auch nochmal aus dem gleichen Stoff, wie die sind, so Dinger, die er über einen Spiegel drüber machen kann. Das ist bei mir nicht. Das wäre dann nochmal 5 oder 10 Euro teurer gewesen. Ich habe mich entschieden für die Variante. Hier seht ihr ja den Stoff. Vielleicht seht ihr auch irgendwo hier, wie dick der ist. Also der ist was dicker. Ja, und das ist richtig Stoff. Ich habe das jetzt nur eingepackt, weil ich Angst habe, wenn ich das hier dem Vakuum wegmache, dass es dann und ich nicht mehr zusammenkriege. So, und hier seht ihr dann praktisch,
Sonnen- und Schneeblocker, ja, Sunblocker und Antifrost. Und da unten, da wo es gelb ist, da sind Magnete drin. Aber nicht außen drum, ihr seht da das. Die sind im Stoff drinne. Und er ist total begeistert. Ich war immer sehr skeptisch und habe gesagt, oh, Magnete machen doch den Lack kaputt und so. Aber er hat gesagt, nee, überhaupt nicht, die sind im Stoff drin, da passiert gar nichts. Also ein schön dicker und robuster Stoff, da macht auch nichts. Und er hat gesagt, er braucht nicht mehr die Scheinwischer hochmachen oder Auto, bevor man es abstellt, Scheinwischer an, schnell Motor aus, wenn sie auf der Hälfte sind, damit die normale Schutz, also diese normale Silberteil halt, dass man das unter den Scheinwischer macht, damit das ein bisschen fester ist, weil sonst wehtet ja alles so ein bisschen immer, wenn es nur links und rechts ist. Hatte ich auch mal gemacht, nur links und rechts in den Türen drin und die Scheinwischer nicht extra drüber und dann ist es dann bei etwas viel Wind an der Seite weggerissen. Ja, und dann habe ich in den Türen noch was gehabt und eins ist dann ein einer und auf der anderen Tür ist es so ein bisschen rumgeflattert, da war es aber auch auf der Hälfte. Und da habe ich mir gedacht, jetzt ist Zeit. Jetzt machst du es denn doch mal, weil was ist, wenn wir schnell los müssen? Wenn Frauchen muss ja bald wieder arbeiten, wenn sie den Bus verpasst hat und ich sie schnell nochmal zur Arbeit bringen oder zum Bahnhof hinbringen muss, dann muss das Auto sofort frei sein. Oder mit der Kleinen ist irgendwas, ich muss schnell zum Arzt oder so und das ist eine Front und dann muss es ja runter und rinnen ins Auto, vorher die Dinge hier weg und fertig ist. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Link zu allen Produkten natürlich in der Videobeschreibung und ihr werdet auch keine Werbung sehen, hier sind nur Produkte drin, die habe ich selber gekauft, beziehungsweise meine Frau. Da kommen wir gleich dazu. So, dann habe ich mir das geholt. Oh, da geht schon kaputt. Das wollte ich auch schon immer haben. Ich habe immer einen alten Handfeger mit runtergenommen. Und hier ist jetzt halt auch so ein etwa. Ja? Die können wir auch gleich mal zusammenbauen. Das ist ein Eiskratzer. Ich mag Eiskratzer jetzt nicht so, weil mein Vater hat immer gesagt und mein Werkstattmann, Eiskratzer zerkratzen die Scheibe. Das ist nicht gut. So, und hier haben wir aber jetzt so. Muss mal nur gucken, wie das jetzt hier rum richtig ist. Oder wird er rausgeschraubt? Ne, wird drin geploppt. Ach so, das muss ich erstmal rausnehmen. Das sind so Plastipinüppel. So, einmal rauf. Auf der anderen Seite auch. Einmal runter. Könnt ihr euch auch. Nee, könnt ihr nicht, weil ist ja nur auf einer Seite ein Loch. Ja, ich wollte gerade sagen, kann man ja auch anders machen. Da haben wir auf einer Seite Eiskratzer. Auch einen schönen stabilen, weil die sind mir immer weggebrochen und das ist hier richtig schön dickes Plastik, hier unten auch nochmal verstärkt. Falls man oben wirklich beim Sensor irgendwas mal wirklich doch mal machen soll, was nicht im Sichtfeld ist. Und auf der anderen Seite ist halt so ein kleiner Besen. Gibt es auch mit Stoff dran. Für Dach, dass ich auf dem Dach oder praktisch Motorhaube, Quatsch, Motorhaube. Ja, doch Motorhaube und Heckklappe so ein bisschen abwischen kann. Weil es ist ja, man darf ja nicht mit dem Auto losfahren, wenn es noch nicht ganz geräumt ist, wenn man denn so eine Schneefahne hinter sich herzieht. Ja. Die machen die Bäume hier verschneien. Dann kann man Strafe zahlen. Und mir ist es noch nicht passiert, aber einem Kumpel ist es vorhin ja passiert. Wurde hier bei uns geschneit hatte, richtig doll und dann ist er gefahren und dann hat er so eine Schneefahne hinterhergezogen und dann konnte er gleich mal Strafe zahlen. Ja, und deswegen habe ich gedacht, dieses Jahr holst du dir auf jeden Fall sowas, weil mein letzter Eiskratzer ist auch schon wieder kaputt. Ja, so. Dann habe ich noch was, eins ist noch von Amazon und dann warte von Amazon. Dann habe ich mir hier sowas geholt. 8-Bit-Do.
Ja, das wurde mir empfohlen. Zeige ich euch auch gleich mal, was das ist. Das ist ein kleiner Stick im Nintendo Design. So. Wo geht der auf? Jedenfalls ist hier so eine Schutzklappe drüber, da muss ich mir noch angucken. Ist so im Nintendo Ziegelstein Design. Und hinten ist halt noch so ein Ding drauf, da muss ich dann erstmal gucken. Wo das aufgeht. Aber da kann ich mir immer noch Gedanken drum machen. Muss ich erstmal meine Brille raussuchen. Moment. So, raussuchen ist jetzt zu viel gesagt. Die liegt ja am PC-Tisch. Switch Make Source Pro Controller Wireless is on. PS4, Enter Prey Modus, Press and Hold PS Share Button mit. Achso, da steht dann, wie man das machen soll. Mach ich mal den Aufkleber ab jetzt hier. Vorsichtig. Steht halt nur in Englisch drauf. Aber trotzdem. Dann kleben wir das mal hier hinten auf. So. Und dann können wir das hier abziehen. So. Ist dann halt ein normaler USB-Stick. Sozusagen. Ja, USB. Und der sorgt dafür, den macht ihr einfach in eure Switch rein oder PC. Switch oder PC, das ist vollkommen egal. Und dann könnt ihr euren ganz stinknormalen Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U Controller für den PC bzw. für die Switch benutzen. Also ihr braucht euch keinen Pro-Controller für die Switch kaufen. Ihr könnt einfach einen von euren Controllern, den ihr schon zu Hause habt, nehmen. Da werde ich auch ein Video zu machen, ob das beim ersten Mal alles so funktioniert, wie es funktionieren soll, wie es hier drauf steht, ob es da Komplikationen gibt. Wenn ja, dann welche. Diese Videos kann ich leider dann erst nach Weihnachten machen. Weil die Switch, die ist noch im Schrank. Das ist ja die halt geholt. Wird eine Familienkonsole. Und die gibt es zu Weihnachten. Deswegen ist die noch im Schrank. Meine Tochter weiß auch noch nichts. Und dabei soll es auch bleiben. Und das andere Zeug ist auch noch alles. Ich habe schon gar keinen Platz mehr im Schrank. Von meiner Kleinen ist was im Schrank. Weil Schatzi sagt, ich kann oben nicht alles bunkern. Von der Großen ist was im Schrank. Und dann noch an anderen Orten versteckt. Weil manche Sachen ziemlich groß sind. Und die nicht im Schrank passen. Es wird Zeit, aber wir haben jetzt alles. Wir haben jetzt alles. Süßigkeiten habe ich auch schon besorgt und so haben wir jetzt alles. Also jetzt kommt eigentlich rein theoretisch nichts mehr. Ist ja auch nur noch nächste Woche und übernächste Woche ist ja dann schon Weihnachten. Da müssen wir gucken. Da müssen wir gucken, wie ich das dann hinkriege, dass ich dann noch nächste Woche alles verpacke. Weil momentan haben die in der Schule oft Vertretung und ja, das ist dann sehr, sehr unpraktisch, wenn ich hier gerade am Geschenke einpacken bin. Auf einmal kommt die Große von der Schule. Das ist richtig unpraktisch. So, ich habe hier Pappe, das muss ich mal wieder wegschmeißen. Ich zeige euch nochmal schnell, was Frauchen da gekauft hat, beziehungsweise wir. Weil bei Lidl waren wieder Angebote. Und ihr wisst, wie es ist, wenn bei Lidl, Penny ist sowas eher wenig, oder wir kriegen es nicht mit, Angebote sind... Dann will meine Frau natürlich da sofort hin. Und ich als guter Mann sage natürlich ja. Und deswegen sind wir dahin. So, ich muss das nur schnell auspacken. So. Frauchen hat nämlich schon ausgepackt. Also nicht, dass euch wundert, dass jetzt hier nichts drin ist. Ich habe gesagt, ich soll so auspacken, dass ich wenigstens noch ein bisschen ein Bild davon habe. Weil sie macht jetzt gerade eine Waschmaschinenladung voll. Fertig. Also Wäsche waschen. Weil unsere Kleine, die bekotzt sich momentan. Also wir haben ständig Wäsche. Und die freut die sich. Also die steckt einen Finger in den Hals und freut sich. Und kotzt. Letztens erst im Auto.
Und dann freut sie sich. Freut, 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 freut. Naja. Dann kriegt sie jetzt auch einen Backenzahn. Oder hat. Jetzt kommt schon der nächste Backenzahn gleich hinterher. Ganz toll. Wir haben jetzt 2 Tage, oder nee, nicht ganz, 1 Tag haben wir Ruhe gehabt. Und jetzt kommt schon der nächste Backenzahn. So, da haben wir einmal, na, hier sieht das Muster ein bisschen kacke aus, das sieht in echt besser aus. Haben wir so einen Schlaf-Overall. Schlafstrick-Overall. Also hier sieht das Muster kacke aus, in Wirklichkeit sieht es besser aus. Und ich weiß aber die Preise nicht mehr, waren von 3 Euro noch was bis zu, achso, hier ist das gleiche Muster nochmal. Aber eigentlich hat er einen anderen Muster, wir haben es in verschiedenen Farben geholt. Nee, oder? Das hat sie gleich geholt. 80? Achso, 80 und 86, der gleiche. So, und dann haben wir hier nochmal eine 86. Wir decken uns ja auch schon mit größeren Sachen teilweise ein. Weil wenn sowas ist, Leute, wenn ihr gerade dabei seid und ein Kind in euch heranwächst oder ihr habt gerade ein Kind bekommen und ihr seht so eine Angebote bei Lidl, Aldi, Kaufland, whatever, greift zu. Seid frühst da, weil glaubt es mir, die anderen Mamas wissen das und sind frühst da. Gleich frühst. Um 7, 8, wenn die aufmachen. Und dann kriegst du nicht mehr so viel. Das ist wirklich so. Ihr glaubt mir kein Schwein, aber es ist wirklich so. Ja, und geht hin und kauft erstmal das, was ihr braucht für die Größe, die euer Kind jetzt hat. Und die nächste Größe kauft er auch mit. Und es kommt darauf an, wie alt euer Kind gerade ist. Da kann man das denn besser planen, wie schnell wird es denn wachsen. Ja? Deckt euch ein. Und wenn größere Sachen mit bei sind für nächstes Jahr Sommer zum Beispiel, und ihr wisst, oder die haben jetzt Sommersachen reduziert, es ist aber Winter, dann kauft da gleich 3 Nummern größer oder so. Das kann man ja einschätzen. Glaubt mir, wenn euer Kind ein paar Monate alt ist, dann seht ihr das, wie schnell ihr Kinder rauswachsen. Das wird späterhin was weniger. Und dann können Eltern das super einschätzen. Das brauchen wir jetzt, das brauchen wir jetzt nicht. Können wir aber 2 Nummern größer holen für Sommer. Oder 3. Passt, glaubt mir. Deckt euch damit bloß ein. Wir haben am Anfang, unser einziger Fehler, den wir gemacht haben, wir haben nicht damit gerechnet, dass unsere Kleine so klein wird. Wir haben uns eingedeckt mit, glaube ich, 56. Oder so, oder 58, muss ich Frauchen fragen. Wir haben uns mit irgendeiner Größe eingedeckt, mit etwa die zweitgrößte Größe, also zweitkleinste Größe. Unsere war aber ziemlich schmächtig und ziemlich klein, da brauchten wir die kleinste Größe. Und da hat sie dann, das war selbst teilweise noch zu groß. Und da mussten wir dann nochmal nachkaufen. Sonst haben wir die ganze Zeit eigentlich nicht großartig nachgekauft, wir haben immer nur vorher gekauft. Und da und so gut vorgekauft, dass sie jetzt die Sachen, die wir vorgekauft haben, jetzt langsam reinpasst. Und auch genau richtig für Winter, die Wintersachen. Wir haben Overall haben wir geholt, wo sie im Angebot waren, kurz vorm Winter. Da hatten sie Angebote, da haben wir gleich Overalls in den passenden Größen geholt. Passt. Das ist, glaube ich, Frau. Eine Leggings hat sie sich da geholt. Und ja, nochmal die gleiche. Dann für die Kleine hier 86,92 Mädchen Thermo Leggings. Ja, davon haben wir mehrere geholt. Da haben wir hier auch nochmal ein Thermo Leggings. Da haben wir 3 Stück von, glaube ich, geholt. 86,92. Das ist auch echt momentan so bescheuert mit Klamotten. Für meine Große ist das Problem, die hat eine 158. Aber irgendwie gibt es die Nummer 158 nicht mehr. Die wird abgeschafft irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die gibt es nicht mehr. Oder ganz selten nur noch. Jetzt brauche ich für sie eine S. Oder eine XS. Und man weiß nicht, gibt es diese Klamotten nur in S oder gibt es die auch in XS? Wenn es die in XS gibt, dann ist S zu groß. Das weißt du ja nicht. Und wenn du den Verkäufer fragst, ja, gab es die auch in XS? Wissen wir nicht. Das ist kacke. Das ist richtig, richtig kacke. So, dann haben wir hier noch Baby-Schlüpferhosen. 2, 3 Stück haben wir davon. Einmal hier mit Muster und einfarbig. Einfarbig und mit Bild. Und nochmal einfarbig mit Bild. Mit einem Füchslein drauf. So, dann haben wir hier nochmal Schlaf... Achso, ist das denn? Nee, das ist nicht das. Das war das Höschen. Hier haben wir dann nochmal Schlaf-Overall. Passend zu der Hose, auch mit einem Füchschen drauf. Davon hat sie auch 2 oder 3 geholt. Ich habe jetzt hier nur 2 Schilder gefunden. Das ist das andere.
Davon kann ich euch leider keinen Link reinpacken, weil das haben wir bei Lidl geholt. Hose. Und dann haben wir noch die Baby-Strickhosen. Die sind auch echt toll gemacht. Auch von der Qualität ist das echt toll. Also die Lidl hat ja öfters sowas. Und dann halt auch, dann haben sie auch mal Bio-Sachen mit bei. Ja, und da können, also wie gesagt, wir können da echt nicht klagen, meine Frau und ich. Wir haben da immer sehr, 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 sehr gute Erfahrungen gemacht, ob es Lidl, Kick, Family oder Aldi ist, mit der Qualität. Ja, gut, Family hat echt, bei Family muss ich auch sagen, da hat es echt nachgelassen. Bei Family hat es ein bisschen nachgelassen. Da musst du echt aufpassen, was du dir holst, weil manche Sachen echt wirklich von der Qualität nicht mehr so sind. Die kannst du halt wirklich nicht so wie früher, zieht dein Kind an, kann das nächste Kind noch anziehen oder kannst du Freunden weitergeben. Nee, die lassen teilweise nach der ersten Wäsche, zweiten Wäsche komplett aus. Und also da muss ich echt sagen, da war bei Kick die Qualität mal besser. Ja, aber also bei den Kindersachen, also bei meinen Totenköpfdingern, die ich mir geholt habe, da geht's bis jetzt. Ja klar, die war schon wie oben ein bisschen aus, aber nicht so krass wie die Kindersachen, finde ich. Die Kindersachen sind da viel, viel schneller ausgewaschen. So. So, jetzt haben wir hier überall Pappe drin. So. Das kommt dann auch noch in den Schrank. Da wird es aber dann nochmal ein, wie gesagt, ein Odin war einkaufen Weihnachtsspezial geben, wo ich dann nur die Weihnachtsgeschenke zeigen werde. Und dann gibt es natürlich noch nicht ein Unboxing, sondern Odin verpackt. So wie ihr es euch gewünscht habt. Rebell hat ja auch schon gefragt und Bloodguard hat gefragt und so. Ja, das wird es geben. Ich werde wieder alle Geschenke verpacken, mit euch quatschen in der Zeit und es wird wieder lange dauern. Es ist viel, es ist großes, sperriges Zeug mit bei. Ich werde garantiert auch wieder fluchen. Ich muss noch Papier holen, noch mal ein bisschen mehr, weil die an einige Geschenke wirklich echt groß sind. Und was war noch? Was brauchte ich noch? Achso, Klebeband. Und mit so einer Rolle. Das habe ich ja vorhin ja schon gesagt, wo ich die Rolle hier quer durch den Raum geflackt habe, weil ich ausgeflippt bin. Diesmal muss ich mir unbedingt noch eine Rolle vorher holen. Ich habe die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Ich muss noch eine Rolle holen. Ich werde gleich mal bei Amazon gucken. Ich habe noch 5 oder 10 Euro auf meinem Konto. Dann werde ich dann gleich noch mal bei Amazon gucken. So eine Rolle holen. So eine stabile, wo ich den hinstelle und dann einfach nur reißen kann. Das, oder halt wenigstens eher so. Und wo dann nicht so beim Abreißen vom Klebeband das Ding kaputt wird. Das ist so räudig gewesen. Ja, da ist mir, könnt ihr euch ja angucken. Müsst ihr mal gucken. Weihnachtsspezial. Wenn ich schaffe, packe ich euch die in die Infokarte. Die ist bei Spezial oder bei Weihnachtsvideos drin. Das vom vorigen Jahr, da flacke ich das Ding hier quer durch den Raum. Da bin ich am Ausflippen. Oder hier einfach gegen die Wand oder so. Ich weiß es jetzt ja nicht mehr so weit gemacht. Und dann sind 1000 Stücke zersprungen. Bin ich ausgeflippt. Hat mir aufgeregt, die Scheiße. So, nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich muss jetzt hier alles wieder wegpacken. Der Tisch muss vorbereitet werden. Also nicht, dass ihr euch wundert, weil das Tablet da ist. Und hier ist so ein bisschen Zeug noch. Meine Tochter macht gerade ein Plakat. Ich muss gleich kopieren fahren noch. Die ist jetzt noch in der Schule und wenn sie von der Schule wieder da ist, macht sie ihr Plakat weiter was hat sie sich ausgesucht? Das eiskalte Herz. Da müssen sie Referat, Plakat irgendwie machen und ja, da fängt sie dann nachher gleich wieder an. So, nichtsdestotrotz, ich hoffe, das hat euch gefallen. Däumchen wären Träumchen, wie immer, wa? Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Werde zu den Amazon-Links, werde ich euch die, zu den Amazon-Produkten, werde ich euch die Links natürlich in die Videobeschreibung packen. Zu den anderen Sachen kann ich in die Videobeschreibung packen. Dann gucke ich mal, ob ich vielleicht noch schaffe, gleichwertige Sachen so in etwa für euch zu finden. So, ich bin dann jetzt weg. Der Akku macht auch gleich schlapp. Passt ja ganz gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Zeit euer Odin.